Cosmo? Hast du deine Sachen schon gepackt? Na, wir werden mit dem Wohnmobil verreisen. Ja, wirklich? Ja, werden wir. Ja, freust du dich? Ja? So sehr freust du dich? Du weißt doch, dass du am Sonntag Geburtstag hast, oder? Ja, natürlich weißt du das. Du vergisst doch nicht deinen eigenen Geburtstag. Kannst du auch sagen, wie alt du wirst? Hm? Cosmo, wie alt wirst du denn? 3? 3 Jahre alt schon wirst du, Kätzchen? Ja, schon so ein großes Kätzchen, ich weiß. Und was hast du dir zum Geburtstag gewünscht? Hä? Was hast du dir zum Geburtstag gewünscht? Apollo hat sich eine neue Spielangel gewünscht. Und du? Daraus? Ja, aber du wolltest ja wie im Urlaub ganz viel spazieren gehen, ne? Oder? Katzi. Ja? Ja. Deswegen fahren wir mit dem Wohnmobil ein bisschen aus der Stadt raus, damit du da ein bisschen im Wald spazieren gehen kannst. Okay, freust du dich? Zeig mal, wie sehr du dich freust. So sehr. Gleich die Krallen irgendwo reinjagen. Ja. Wir fragen jetzt Apollo, ob er sich auch freut, weil er kommt ja mit, er ist ja schließlich dein Bruder. Naja, er ist nicht dein leiblicher Bruder, ihr seid Stiefgeschwister, aber trotzdem. Soll ich Apollo auch fragen, ob er sich freut? Hm? Was überlegst du? Du gönnst deinem Bruder nicht, ne? Du gönnst nur dir selber. Ja, ja, ich weiß das. Apolli. Hier bin ich. Apolli, freust du dich ein bisschen mit dem Wohnmobil zu verreisen? Da können wir auch wieder spazieren gehen. Ist dir egal, ne? Dir ist das völlig egal. Interessiert dich kein Stück. Hauptsache, du kannst irgendwo liegen und so majestätisch aussehen wie ein König. Na, wenn das kein Löwe ist, dann weiß ich auch nicht. Bist du so ein seltener schwarzer Löwe? Gibt's die überhaupt? So sieht Apollo nämlich aus, wie ein seltener schwarzer Löwe. Guck nicht so böse. Guckst du gerade für alle böse? Ja, ne? Alle wollen einen bösen Blick von Apollo. Den gibt er euch gerade, aber voll böser. Böses Kätzchen. Nein, ist eigentlich ein sehr liebes Kätzchen. Ein sehr liebes Kätzchen bist du. Ja, ja, ja. Ein total liebes Kätzchen. Cosmo, wo bist du? Da bist du? Ja, dann pack schon mal deine Sachen. Ich habe bisher nur dein Futter eingepackt. Katzenhaare fliegen hier rum. Was Scheiße. Ja, was brauchst du denn noch? Spielzeug? Ja? Welches denn? Willst du deine Katzenangel mitnehmen? Hm? Dann können wir die draußen ein bisschen schwingen, damit du denkst, das ist ein Vögelchen. Ja, dann können wir ein unechtes Vögelchen fangen spielen. Ja, da freust du dich, ne? Ja. Na gut, wir gehen aber erstmal raus, ne? Bevor wir losfahren, gehen wir ein bisschen mit der Leine mit dir und Apollo spazieren. Ja, da freust du dich noch mehr, ne? Ich weiß. Dann lass uns doch schon mal dein Geschirr anziehen. Hm? Was hältst du davon, großes Kätzchen? Nehmen wir dieses, ja? Das andere kriegt Apollo und du kriegst das hier. Ich finde, so Pünktchen passen besser zu dir als zu Apollo, weil du bist doch so gepunktet. Deswegen habe ich es dir auch gekauft. Ja, ja, ja. Ihr fragt öfter, wo wir unsere Geschirre her haben. Verschieden, von Joom, von Amazon. Ich versuche immer günstig abzustauben. Aber ich muss leider sagen, die günstigen sind auch die schlechteren. Das beste Geschirr, was ich bisher habe, ich hatte auch schon mehrere von Trixi, aber ich neige dazu, Geschirre zu verlieren. Das ist so das Beste, das ist von Trixi. Ich weiß nicht warum in grün, das wurde uns einfach in grün zugeschickt. Also nicht zugeschickt, ich habe es bestellt bei Amazon von Trixi. Und dann gab es da Farbe egal. Und dann habe ich gesagt, ja, Farbe ist egal. Und dann haben sie einfach ein grünes geschickt. Genau, und die finde ich am besten. Die sind robust, die stören nicht beim Spazierengehen. Eigentlich ist es am besten, wenn das Katzengeschirr
noch hier über die Brust geht. Also nicht hinten am Hals, sondern über die Brust. Aber ich habe bisher so eins noch nicht gefunden. Wenn ihr sowas irgendwo gesehen habt, ne, dass es auch so schmal mit Riemchen ist, aber an der Brust lang geht und nicht hinten am Hals, dann wäre ich sehr dankbar, wenn ihr mir auf Instagram eine DM schicken würdet mit dem Link dazu. Würde ich mir nämlich gerne auch bestellen. Ja, Apolli. Apolli ist dran. Apollo wird natürlich auch nicht vergessen. Oh, ich glaube, ich habe mich aus Versehen auf Apollos Schwänzchen gesetzt. Du hängst hier rum wie ein nasser Sack Kartoffeln. Oder wie ein Kartoffelsack. Ohne das Nass dahinter. Es ist wirklich so süß, ne? Man kann ihn hochheben und er lässt sich einfach so wie so ein Würstchen wackeln fallen. Er strengt sich nicht an, er versucht sich nicht zu befreien, er lässt sich einfach fallen. Ach, macht mit mir, was ihr wollt. Ist mir egal. Ihr wollt mich hochheben? Kein Problem. So, Kätzchen. Geschirr anziehen, bevor du versuchst abzuhauen. Nein, er versucht nicht abzuhauen, aber irgendwann hat er keinen Bock mehr auf Kuscheln. Und dann versucht er zu fliehen. Auch nicht weit. Aber er zeigt dann so, ja okay, jetzt reicht's mir aber. Aber er hat noch nie irgendwie kraftvoll weggedrückt oder sonst. Cosmo, ja. Wenn Cosmo keinen Bock mehr hat, dann sagt er, okay, es reicht jetzt, lass mich in Ruhe. Er kratzt nicht oder so, aber er befreit sich dann einfach, weil er super stark ist. Apollo, nee. Er guckt dann so und versucht so, ah, nee, geht nicht, ja, nee, okay, dann darfst du mich so lange kuscheln, wie du willst. Was bist du für ein süßes Kätzchen? Guckt euch mal diese Löwenmähne an. Wenn ich die glatt mache, sieht er so aus. Guckt euch mal diese wunderschöne Löwenmähne an, die er nicht mehr hat. Na los, gehen wir dahin, wo du hin willst. Wo möchtest du hin, hm? Zurück in den Garten? Ja, wir machen das, was du willst. Oh, ich weiß, es ist kalt an den Pfötchen wegen dem Schnee, ne? Wir machen so lange, wie du willst. Und wenn du frierst, gehen wir rein. Ja? Ja, ich weiß, es ist kalt. Wollen wir auf der Wiese spazieren gehen? Ja, da, wo du immer hin willst, ne? Ja. Ja, hier musst du aufpassen. Ich kann nichts dafür, dass es so kalt ist. Es ist nun mal so. Komm, wir gehen ein bisschen spazieren. Dann wird dir wärmer. Und wenn du keine Lust mehr hast, gehen wir rein, okay? Ja, was ist da? Hm? Hat da eine fremde Katze markiert? Apolli, du bist dran mit spazieren gehen. Wo willst du hin? Du willst dich ein bisschen rumwälzen, ne? Ja, im Schnee. Deine Pfötchen werden aber auch nass. Na, was möchtest du gucken? Hm? Na, Polly. Doofer Schnee, ne? Ja, richtig doof. Cosmo, was machst du da? Hast du dein Wasser gefunden? Und das Klo. Das Klo hat er auch gefunden. Ja, die Katzis haben fertig spaziert, sind dann von allein ins Wohnmobil reingesprungen. Und jetzt warten wir, bis Marcel nach Hause kommt, damit wir losfahren können. Ich heize schon mal ein bisschen vor. Na, Apollo hat es sich schon gemütlich gemacht. Und Cosmo, hast du deinen Platz schon gefunden? Nee, er guckt noch. Er muss noch schnuppern.
Apollo sagt, ich bleib hier und penne hier jetzt eine Runde. Ne? Ja. Hast du mich angelächelt? Hm? Hast du mich gerade angelächelt? Ja. Mit deinem Blinzeln, ne? Ich habe gehört, wenn Katzen blinzeln und dann so weggucken, dann wieder blinzeln, dann heißt das, sie lächeln. Cosmo will aufs Bett. Ich habe das Bett ein Stück weit runtergelassen, damit die Katzen drauf klettern können.